Wieder ein Radfratz, Level 3. Schluckfee, das gefällt mir. Volltreffer! Vibarak, wir fahren sowas von gestorben, Leute. Hutu, du bist dran. Und besiegt. Super. Vibarak erreicht Level 4. Juhu. Erhutut fast. Warte mal, das ist doch die falsche Richtung, oder? Da geht's jetzt zu Mr. Pokémon. Vibarak kämpfen lassen oder nicht? Es ist nicht rot, aber es hat nur 4 Kraftpunkte. Ich würde es nicht kämpfen lassen, Leute. Hutu, du bist dran. Oh, leider ging die Attacke daneben. Volltreffer! Hutut erreicht Level 6. Und lernt Gesichte. Was macht Gesichte? Das ist eine neue Attacke, Leute. Heuler senkt den Angriffswert des Gegners. Und Gesichte schützt vor Präzisionssenkung. Genauigkeit kann nicht mehr gesenkt werden. Das ist echt toll, Leute. Machen wir hier auch gleich mal. Attacke. Giftstachel. Angriff vergiftet Gegner eventuell. Fadenschutz senkt Initiativewert des Gegners. Da steht auch der Typ und der Angriffswert dabei, Leute. Käfertyp und hier Gifttyp, Angriff 15. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ah nein, das ist die AP. Nein, halt, das ist der Angriffswert. Heuler hat nämlich keine AP. Normal, normal und normal. Aber hier Angriffskraft 35. Die AP stehen ja auch da oben. Moment mal. Oh, ich kann einfach so durch die Angriffe wechseln. Super. So, Tackle. Sibblick senkt Genauigkeitswert des Gegners. Und hier, Gegner erleidet eventuell Verbrennung. Typ Feuer, Angriff 40. Macht das zumindest schon mal mehr Schaden. So, hier nach links muss ich doch, oder? Nein. Doch muss ich hier durch. Okay. Jetzt muss ich hier nach links. Mir sind während des Fangens die Puckebälle ausgegangen. Ich hätte mir kaufen sollen. Ja, hättest du. So, hier könnten wir zu Mr. Pokémon. Was finden wir hier für Pokémon? Ein Knofensa, Leute. Ein wildes Knofensa. Los, Vibarak.
Nein. Hutut ist dran. Es kann Rankenhieb. Macht da einen Punkt Schaden. Wir machen Gesichter. Hutut identifiziert Gegner gegnerisches Knofenser. Nein, ich mach das so. Ein Radfratz. Level 4. So, ich glaube, ich würde jetzt auf Eagle Lava wechseln. Hutut hat auch schon einiges an Schaden abbekommen. Glut. Weberhack erreicht Level 5. Ein wildes Radfratz. Julian ruft an. Winner, guten Abend. Ich bin's, Julian. Hast du eine Minute Zeit? Mein Radfahrt sieht toll aus. Ich wünschte, ich könnte es dir zeigen. Hey, hör mal, die Tage habe ich fast ein Radfratz gefangen. Oh, es war so knapp. Bis später. Bis später, Julian. Ein Radfratz. Los, Eagle Lava. Glut. Dunkelhöhle. Wenn ein Pokémon für Licht sorgen könnte, würde ich sie erforschen. Dunkelhöhle. Gegengift gefunden. Juhu. Speichern wir mal. Und wie dunkel es ist. Gehen wir wieder raus. Da kommen wir später mal hin. Pokéball gefunden! Juhu! Ich möchte erstmal diese Beere hier haben. Eine Bitterbeere! Was macht die Bitterbeere?
Selbstheilung bei Verwirrung! Das ist geil, Leute. Heute bin ich auf der Suche nach Pokémon zu viel gelaufen. Meine Füße schmerzen und ich bin müde. Wenn ich ein wildes Pokémon wäre, würde ich mich vielleicht fangen lassen. Ich habe einige Pokémon gefangen. Lass uns kämpfen. Käfersammler Greg. Okay, schön. Das sieht immer aus, als würden sie ein Kleid tragen, Leute. Aber dann hier Greg und... Naja, vier Pokémon. Schickt Raupi in den Kampf. Level 2. Okay, Level 2, Leute. Da lassen wir Wibarak dagegen kämpfen. Fadenschuss. Insbesondere, weil Gift effektiv gegen Käfer ist. Ah, nein, Moment. Das war, glaube ich, nur in der ersten Generation so. Oder? Wir sehen es gleich. Ist nicht effektiv, genau. Aber wir machen definitiv mehr Schaden. Und vergiftet ist es jetzt auch. Fast. Wieder Level 2. Zwei Angriffe halten wir noch aus. Wibarak erreicht Level 6 und lernt Grimasse. Was ist Grimasse denn jetzt schon wieder? Ein Hornlion. Möchte ich wechseln? Nein. Okay, ich kann die Attacken hier noch nicht ansehen. Eine normale Attacke. Wibarak ist ein Gift-Pokémon. Genauso wie Hornlew. Giftstarre sollte also so gut wie gar keinen Schaden machen. Wisst ihr was? Wir wechseln. Auf Hutut. Oder? Aber wir können... Nein, ich mache jetzt erstmal Fadenschuss. Dann mache ich jetzt mal Grimasse. Genau, macht nur einen Punkt Schaden, weil es nicht effektiv ist. Initiative sinkt stark! Das heißt, es ist jetzt mit Fadenschuss um 3 Punkte insgesamt gesunken. Ja, aber der Giftstachel macht halt so gut wie gar keinen Schaden. Ja, dann wechseln wir. Es kann ja auch nicht vergiftet werden. Gift-Pokémon können nämlich per se nicht vergiftet werden, Leute. Heuler! Das ist jetzt aber schlecht. Iglava, du bist dran. Glut. Wieder ein Raupi, ja. Wibarak, du bist dran. Und gleich wieder zu Iglava wechseln.
Glut! Greg wurde besiegt! Ah. 32 Pokémon erhalten und ein Teil nach Hause geschickt. Du kannst Pokémon fangen, auch wenn du bereits 6 bei dir trägst. Fängst du eines, wird es automatisch auf die Box am PC übertragen. Wow, du bist ziemlich stark. Gibst du mir deine Telefonnummer? Ich melde mich, wenn ich nochmals kämpfen möchte. Ja. Winder speichert Gregs Nummer. Ich melde mich, falls es Neuigkeiten gibt. Gegengift. So, dann machen wir folgendes, Leute. Hutut bekommt die Gegengiftbeere. Und Weberak bekommt die Bitterbeere. Außerdem möchte ich jetzt die Attacke noch ansehen. Grimasse, Normalattacke, senkt Initiativewert des Gegners enorm. Sehr schön. Ein Hutut. Level 5. Das ist zu stark für Weberak und für Hutut. Iglava, du bist dran. Zumindest im aktuellen Zustand. Oh, fast! Volltreffer, das hätte es wahrscheinlich sofort besiegt. Jetzt. Ein Weberak. Level 4, weiblich. Unseres ist männlich. Hutut ist auch männlich. Nur Igelava ist weiblich. Glut. Ein Weberak. Level 4. Glut. Wieder ein Weberak. Also hier kommt plötzlich so oft ein Weberak, Leute. Sind wir schon auf der neuen Route jetzt? Und besiegt.